Nicht mit dem Hintergrund. Ich weiß noch nicht, wie ich anfangen soll. Jedenfalls nicht dort. Ist richtig. Ist wie schwierig ein. Ja, was ist schwierig, einen adäquaten. Also, wenn man ich ist und hinter der Kamera steht im Normalfall und nur einen 24 Quadratmeter Raum zur Verfügung hat. Also, auch wenn es nur 24 Quadratmeter sind, es gibt auch noch einen etwas adäquateren Platz. Mal abgesehen von dem Fakt, dass ein 24 Quadratmeter Zimmer und eine 6 Kilo schwere Kamera bei ausgestreckten Armen nicht gerade das Optimalste sind, um euch jetzt ein Video zu liefern. Boah, shit. Es ist auch schwer. Mal ganz abgesehen von den Dingen, die gerade nicht so optimal hier sind, wie der Raum und die Belichtung und was weiß ich nicht alles, ist die Tatsache, dass ich vor der Kamera sitze und nicht Julian. Es ist natürlich kein reguläres Video, sondern im Endeffekt nur ein kleines Statement zu der aktuellen Situation. Für diejenigen, die uns nicht auf Instagram folgen, denn dort hat Julian im Dezember schon mal eine kleine Ansammlung an Stories gemacht zu all dem, was gerade jetzt los ist passiert. Zu dem Jahresabschlussstream Ende Dezember haben wir das auch nochmal alles gesagt, aber auch auf Twitch sind ja viele von euch nicht da. Dementsprechend, wenn euch das interessiert, dann hört kurz zu und am Ende habt ihr auch noch die Möglichkeit zu entscheiden, wie es jetzt direkt weitergehen soll. Mitte November, würde ich sagen, war es so ungefähr, da hatte vor allem Julian eine Phase, wo ihm das Ganze nicht mehr so Spaß gemacht hat. In erster Linie war es Julians Problem, aber ich habe ihm sofort hundertprozentig zugestimmt. Ich denke mal, der Grund, warum vor allem ihr auch unsere Videos guckt, ist der ganze Spaß, der dahinter steckt. Wie viel Mist wir bauen und wie wenig es doch eigentlich um die Technik an sich geht, sondern mehr um das Entertainment, wie viel Spaß wir daran haben, für euch coole Projekte zusammenzubasteln, außergewöhnliche Projekte zusammenzubasteln und das Ganze natürlich auch zu filmen und überdurchschnittlich hochwertig für euch aufzubereiten. So habt ihr Spaß, so haben wir Spaß und das ganze Konzept geht auf. Denn es ist nicht unser Job, sondern unser Hobby in allererster Linie. Und natürlich könnte man sich da durchquälen, aber durchquälen tut man sich durch einen Job, weil man es muss. Und das ist es in dem Fall nicht. Ein fettes Danke nochmal an alle Unterstützer an der Stelle, die natürlich auch noch aktiv auf Patreon jetzt auch in der inaktiven Zeit mit dabei waren. Eure Unterstützung bleibt alles in dem ACS-Kosmos und wie gesagt, finanziert immer noch zukünftige Projekte und natürlich auch die Dinge, die wir euch in Form von Artikeln, die wir selbst entwickeln, im ACS-Shop auch demnächst dann online kommen. Beziehungsweise das macht hauptsächlich Julian für euch. Ich sitze dann hier und Junge, ist das heiß. Und Julians Standpunkt war dann der, dass er gesagt hat, du, ich muss erstmal wieder die Lust an dem ganzen Ding finden und deshalb möchte ich mir den Dezember über Zeit lassen und in der Zeit will ich entscheiden, wie es weitergeht, wie es für mich persönlich weitergeht, weil irgendwie hat sich die Essenz von dem, was wir machen, was wir erreichen wollten, die ist verloren gegangen. Also natürlich hat sich mit der Zeit die technische Qualität unserer Videos, unserer Erfahrungswerte deutlich verbessert. Aber die Energie, die am Anfang da war, die in den ersten zwei Jahren zumindest in unserem Kanal gesteckt hat, ich denke mal, Oldschool-Mädels werden es vielleicht auch gemerkt haben, die waren nicht mehr so in dem Maße da. Dorthin wollen wir jetzt gerade zurück. Das hat auch alles so gepasst. Und im Januar wollten wir wieder voll loslegen mit kontinuierlich Content produzieren. Und wir haben einige coole Ideen. Und dann ist noch ein bisschen was anderes dazwischen gekommen. Denn wie gerade schon angemerkt, das Ganze hier ist unser Hobby und nicht unser Beruf. Und was die wenigsten vielleicht von euch wissen, ist, dass ich mich mit meiner Tätigkeit als Filmograf selbstständig gemacht habe. Aufgrund von großen Investitionen in letzter Zeit war es bei mir vor allem in der Dezember-, Januar- und jetzt auch Februarzeit finanziell echt extrem dünn und ich musste mich auf Projekte konzentrieren, die dafür gesorgt haben, dass ich alle meine laufenden Kosten zahlen kann. Und dementsprechend war Julian, der dann nach dem Dezember gesagt hat, alles klar, lass uns wieder voll reinhauen und coole Projekte realisieren. Ich derjenige, der dann Anfang Januar gesagt hat, ich muss mich gerade erstmal voll auf berufliche Projekte stürzen, dass ich alles gedeichselt bekomme. Und Ende Januar, wo ich mich dann auf das nächste ACS-Video wieder vollkommen konzentrieren wollte und das rausbringen wollte, da ist mir mein Gehör flöten gegangen. Ich kann immer noch nicht genau sagen, was jetzt der Auslöser dafür war. Ist ja jetzt auch nicht wichtig. Fakt war, ich habe auf dem linken Ohr überhaupt gar nichts mehr gehört. Und das hat natürlich zum einen meine persönliche Moral, aber auch die Art und Weise, wie ich arbeiten konnte, runtergezogen und hat das Ganze noch weiter verzögert. Jetzt ist gerade der 2.2. 18.59 Uhr und wir wollen auf jeden Fall jetzt wieder
Vollgas geben mit den ganzen ACS-Projekten. Und an der Stelle nochmal Entschuldigung für die lange inaktive Zeit. Julian und ich haben das definitiv gebraucht, um wieder die Energie zu schöpfen, um euch jetzt hoffentlich wieder Content bieten zu können, der den alten Charme hat, aber die neue Qualität. Mal ganz abgesehen von meiner Sprachqualität, ich stammel mir hier einen zurecht. Wie gesagt, ich bin eigentlich der Typ hinter der Kamera, aber für dieses kurze Statement-Video mussten wir das jetzt mal auf die Art und Weise improvisieren. Also, ich bin kurz davor, das letzte kommerzielle Projekt fertigzustellen, was dringend ansteht, und kann jetzt wahrscheinlich ab morgen dann schon anfangen, mich intensivst dem nächsten ACS-Video zu widmen. Und das ist jetzt die Frage an euch: Wie wollt ihr es haben? Mir ist gerade richtig heiß. Genau, Frage ist, was soll ich jetzt als nächstes schnippeln? Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen hatten wir ja den Jahresabschlussstream auf Twitch. Das Ganze habe ich auch gespeichert. Der Stream an sich ging 3 Stunden lang und anstehend. Das ganze Footage ist hier am vorbereitet werden. Auf jeden Fall cooles Techsoft in Kooperation mit Umbrella Armory und Pinselkrieg. Ja, cooles Videoprojekt. Umbrella Armory, Pinselkrieg via Techsoft Tune. Techsoft-Video. Möglichkeit A. Ich setze mich an einen Zusammenschnitt des Jahresabschlussstreams, sodass wir den in geschnittener, cooler Form, vielleicht nochmal mit einem Mini-Best-of von dem Jahr, auf den Hauptkanal nochmal bekommt. Und danach kommt als nächstes Video dieses Techsoft-Video. Oder wollt ihr jetzt direkt das Techsoft-Video haben? Dann, finde ich, macht es aber noch wenig Sinn, Mitte Februar oder Ende Februar einen Jahresrückblick 2021 hochzuladen. Dementsprechend würde ich das dann nicht mehr schneiden, sondern wir würden diesen Jahresabschlussstream dann einfach nochmal ungeschnitten entweder auf ACS oder auf ACS Live hochladen. Techsoft-Video und Stream Uncut oder Stream cool gecuttet, also Jahresrückblick cool gecuttet und dann später das Techsoft-Video. Ich denke, jetzt habe ich es, mein Arm fällt mir gleich ab. Danke an alle, die noch dabei sind, danke an alle, die uns unterstützt haben, danke an alle, die dieses Video jetzt sehen und darauf hinfiebern, dass wir wieder gemeinsam richtig coole Projekte und hoffentlich in Zukunft auch mal gemeinsame coole Community-Spieltage auf die Reihe bekommen, aufgestellt bekommen. Aber gut, ihr seid wieder auf dem aktuellsten Stand. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare, worauf ihr Lust habt, und je nachdem, was da für eine Stimmung bei rumkommt, entscheide ich mich dann oder entscheiden wir uns dann, was ich schneiden werde. Ja, je nachdem, wann das kommt, wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Wobei, nicht mich, zum Glück. Zum Glück nicht mich, sondern Julian. Bis dann.